Herzlich willkommen zu meiner Fahrkarte in Thüringen. Wir werden heute ein paar Bäume fällen und Bäume verkaufen. Weil wir haben nichts anderes zu tun. Alles andere ist fertig. Unsere 5 Felder. Raps ausgesät, Raps gedüngt. Weizen, Gerste ist auch ausgesät und gedüngt. Die Sonnenblumen müssen nochmal gedüngt werden, aber die müssen erstmal wachsen. Und das wird frühestens morgen geschehen. Das heißt, warten. Beziehungsweise, wir werden weiterhin Bäume fällen. Auch im Sommer. Alles andere haben wir bereits vorbereitet schon. Die Gerätschaften sind alle repariert, sauber und im Schuss. Startklar. Wir müssen nur, genau, wir können auch einen Kurs einfahren zum Verkaufen von, also zum Einfahren im Lager. Das heißt, wir nehmen unseren Jeep. Da muss ich mal ganz kurz gucken, welche Strecke wir am besten fahren. Wir wollen das hier abholen. Das heißt, wir könnten theoretisch hier rumfahren und dann da wieder Richtung Hof. Hof, da lang, da, da, da zurück. Gut, dann nehmen wir mal unser Fahrzeug. Oh, leider getroffen. Mit unseren kleinen Reparatur Werkstattwagen. Den können wir dran lassen. Wir fahren nochmal schnell zum Feld Nummer 48. Und der ist ziemlich schnell unterwegs. Oh, mal erinnern sich mal. Dann fahren wir kurz weiter hin und dann beginnen wir mit der Einführung des Kurses. Also Einfahren des Kurses. Zum Abladen Werkstatt. Dann brauchen wir heute kein Holz machen und fahren wir heute die Strecke ein. Hier schon bereit zum Düngen. Aber müssen wir wie gesagt noch mal warten, bis es soweit ist. Wir werden Raps, die Gersten da hinten mit 2 LKWs wegfahren. Oh, scharf. Bremsen. Oh, das ist doch ziemlich weit und dann gibt es bei Gerste entsprechend viel Ertrag. Und dann wäre das besser, wenn wir das entsprechend können wir genau hier die Runde fahren. Wir werden beide Felder einmal nehmen mit einem Kurs. Das heißt, wir werden hier beginnen. Können wir sowas von einem Feld und anderen Feld fahren? So. Das Schild können wir nicht sehen. Da oben ist es. Okay, macht ja nichts. Bisschen kleiner wie Traktor. Deswegen haben wir ihn gleich gesehen. Okay, jetzt fahren wir mal die Runde rum. Fahren wir nicht so schnell. Laderuckler oder was gerade war, keine Ahnung. Fahren wir hier rechts runter. Ja. Gut, das war eine Sackgasse.
Das heißt, wir werden mal gleich mal wieder ein bisschen korrigieren. Das heißt, Kurs löschen, pausieren und löschen. Das war die nächste Kreuzung. Hätte schon vorher Pause drücken können. Hätte nicht so viel löschen müssen. Oder geht er? Da ist er ja schon. So, fahren wir weiter. Pause ist Ende. Ich muss jetzt irgendwo in der Straße rechts abgehen. Ja, wo das Feld zu Ende ist. So war es ja auch eine Karte zu sehen. Wenn wir die Kurve mal nicht so scharf waren. Und hier geht's rechts ab. Da gehen wir schön weit nach links fahren, außen fahren. Denn der LKW muss ja eine große Kurve fahren können. Jetzt werden wir den Feldweg hier entsprechend folgen. Da können wir Gas geben. Geradeaus. Kann nicht passieren. Hier den kleinen Wald hier, den wollte ich kaufen. Glaube ich, der war es gewesen. Relativ große Bäume. Dann fahren wir durch den Wald. Durch den Wald. Ah, gut. Keine Kurve. Hier ein bisschen rechts halten. Da wird eine große Runde. Aber das muss sein, wir haben keinen Platz zum Wenden. Und am Acker fahren geht nicht. Wenn die Ernte erfolgt ist, ja, aber jetzt noch nicht. Gut, jetzt geht es Richtung Hof über links über unsere neue Einfahrt. Also nicht den Plattenweg lang, Plattenweg dann vielleicht zurück. Vielleicht, mal sehen. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Den Kurs brauchen wir ja sowieso. Weil das ist jetzt einzufahren, wenn es heute ist, ist aber blöd. Also ich bereite ein bisschen vor. Hier wollen wir Innenansicht machen. Die können wir ein bisschen langsamer fahren. Diese Kurven sind mir tückisch. Fahren wir links rum. Durchs Dorf durch. Nicht so schnell. Das sind die türkische Kurven hier. So geht das lang hier. Hier fahren wir wieder rechts. Wir müssen hier nur aufpassen, ob wir nicht die Einfahrt verpassen. Deswegen brauchen wir zwei LKWs. Weite Tour brauchst du zwei LKWs. So. Vorbei an unseren schönen Bäumen Richtung Hof. Geht's hier über die kleine Straße lang hier, der Feldweg angekommen. Geht Richtung Silo. Silo ist gleich links. Da fahren wir über Abladefunk drüber. Da geht es hier eine scharfe Linkskurve.
Bin gleich wieder rechts. Bisschen rechts halten. Gas wegnehmen. Oh, jetzt haben wir schon mal Schnitzel geschafft. Platten weg, dann müssen wir aufpassen noch. Dass wir nicht in den Zaun reinfahren. Schon mal auf Straße gewesen. Angekommen. So, nur den anderen Punkt wieder erreichen. Hier ist der einzige Punkt, wo sich das kreuzen wird. Was im Grunde. Na, wir haben zwei Punkte, denke ich mal. Was schlecht ist. Aber gut, wir hätten links fahren können. Und er hätte sich hier auch gekreuzt. Ah, gut. Ja, das geht ja. Das ist so eng die Straße hier. Ich glaube, das ist ungünstig. Weil das ist ein ziemlich langes Ende. Weiß ich nicht genau. Ein LKW geht, zwei wird schlecht. So, angekommen. So, am besten speichern. Jetzt habe ich keine Zeit gedrückt. Ja, macht nichts. So, kann man wieder zurückfahren. Beziehungsweise wir probieren noch was Neues. Und zwar, wir können noch anders fahren, was besser ist. Weil der Kreuziger, das ist mir ein bisschen blöd. Könnt ihr will, na, dann kreuzt trotzdem. Müsste man die Karte anmachen. Und da befinden wir uns gerade. Ziemlich weit der Weg. Und dann kreuzt ihr im Hof, na, ist auch blöd. Wir fahren trotzdem mal, wie wir vorhin gefahren sind. Nur mal ein bisschen weiter rechts. Wird irgendwie zwei LKWs wird es gefährlich, weil die Überschneidung zu groß ist. Im Grunde müssen wir rechts abbiegen, aber trotzdem kreuzen wir den Scheiß. Einmal kreuzen, das wird gehen. Nicht so gefährlich. Aber die ganze Strecke, wo wir im Prinzip entgegenkommen, ist blöd. Sehr schwierig. Ich denke mal, das wird mir schweren. Hier ist der Punkt, wo sich einmal kreuzen wird.
Also mal hier vorne an der Kreuzung. Hier kann man auch sagen, okay, wir fahren weit rechts. Ganz rechts. Das geht doch. In der Kurve wird es eng. Ist ja leider so. Fast. Jetzt haben wir gleich mal rechts. So, und hier können wir in der Mitte fahren, mehr oder weniger. Hier ist egal. Hier kommt er nicht entgegen. So, das eine ist. Ja. Ja, wie beschreibt man am besten? Das schreiben wir noch Kopf beschreiben müssen. Geht über schön Plattenweg. So. Schaukel die Schaukel. Geht Richtung Silo. Da müssen wir hier aber jetzt links fahren. Kleine Kurve. Über den Abladepunkt. Jetzt geht's zum Feldweg und zu unserer kleinen Baumplantage. Schaukel. Hier sind nicht ganz so gefährlich, hier kommt keiner entgegen normalerweise. Ups. Naja, das bisschen machen wir neu. Keine Sorge, nicht ganz neu. Zwar nach vorne, wo wir von der Straße gekommen sind. Und daran denken, der LKW, der wackelt auch. Und den Hänger meistens schwuppdiwupp sind die im Busch, im Baum verschwunden. So, hier vorne ist das hier, wenn wir, bevor wir uns verschwinden hier. So, gut. Auch so viel. Und weiter geht's. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ganz, ganz ordentlich einzufahren, nach Möglichkeit. Ah, draußen die Vögel. Singen, oder was machen die da? So, geht es Richtung Straße, unsere Kreuzung. Ah, da sind wir schon. Und da müssen wir aufpassen, dass wir ganz rechts fahren. Wir dürfen ruhig bis nach links aufscheren. Dass der LKW ja kein Problem hat. Und hier auch haben wir Möglichkeit weit rechts fahren. Denn wenn er hier nämlich entgegenkommt. Ups. Kann man davon ausgehen, dass es Probleme gibt. Alle gestoppt? Achso, ja, ach ja, Pause gemacht. Ja. Und fährt zu Ende.
Aber hier vorne neu anfangen. Würden halt die drehen. Jetzt war aber ein Hänger zu Hause. So, hier vorne ungefähr. Das ungünstige Kurven hier. Und hier kreuzen wir einmal. Und denken wir, das Risiko können wir eingehen. Das wird dann gehen. Aktuell fällt noch nicht ein, wie es funktionieren könnte ohne. Zu weit. Aber macht nichts. Zum Glück können wir pausieren. Und dann nachher wieder anfangen. Stückchen. Nur ein Stückchen. So. Immer der Kurs ist besser. So. Zwei V gepasst. So können wir gleich mal einen löschen. So. Dann sag ich mal für heute Schluss. Dann mal Schüssel wegen der Winkel. Hab mich gefreut, dass jemand zugeschaut hat. Dann seid mal tschüss. Nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.